Wow, heiße Küsse am Strand von Ibiza. Schon länger kursierten Gerüchte, dass zwischen Johannes Haller, 32, und Jessica Pasca, 30, wieder was laufen würde. Jetzt sprechen Bilder eine deutliche Sprache. Das Paar lieferte sich eine heiße Turtelei in einer Bucht, wo das Paar glaubte, vermeintlich ungestört zu sein. Die Paparazzi-Bilder gibt's im Video. Auch in Deutschland hat man die beiden schon einmal zusammen gesehen. In einem Düsseldorfer Spa haben es sich die beiden gemeinsam gut gehen lassen. Aktuell ist Jessica mit einer Freundin zum Urlauben auf Ibiza. Johannes Haller lebt inzwischen dort. Er hat einen Touribootsverleih eröffnet. Und wenn man schon mal auf einer Insel ist, warum nicht auch mal gemeinsam ein bisschen in alten Zeiten schwelgen? Kampf der Reality-Stars-Anwärter Johannes Haller und Jessica Pasca haben sich 2017 in der 4. Staffel von Die Bachelorette kennengelernt. Damals suchte Jessica Pasca nach der Liebe ihres Lebens. Und schon damals lief es gut mit Kandidat Johannes, er kam ins Finale. Am Ende entschied sich die Bachelorette allerdings für seinen Konkurrenten David Friedrich, 30. Die Beziehung, die daraus entstand, fand allerdings ein jähes Ende. Während Schlagzeuger David inzwischen mit Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbort, 25, liiert ist, hat Jessica Pasca einfach kein Glück in der Liebe. Erst scheiterte die Bachelorette-Liebe, dann die Beziehung zu Fußballer Aldin Rastik, 24, und auch mit Fußballprofi Alexander Meyer, 29, sollte es nicht klappen. Johannes Haller ist nach einer langen On-Off-Beziehung mit Ex-Bachelor-Kandidatin Jelis KOC, 26, endgültig getrennt. Und offenbar offen für etwas Neues? Scheinbar haben Jessica und er die gute alte Zeit aufleben lassen und tun einander sehr gut. Die Bilder im Video sprechen jedenfalls Bände.